Sie hat sich nach 2 Monaten nicht mehr gemeldet. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for... Alter, es ist so warm hier drin, ne? Was geht? YouTube. Falsch? In meinem heutigen Video habe ich heute die Sonny bei mir. Vielleicht kennt die Sonny schon von anderen Videos. Nein, wir haben noch nie Videos zusammen gemacht. Aber in einem Vlog von mir warst du mal drin. Ne? Ich war schon mal bei dir auf dem Kanal. Checkt auf jeden Fall ihren Kanal ab, falls ihr noch nicht ihren Kanal kennt. Auf ihrem Kanal haben wir noch einen zweiten Teil gedreht. Also eigentlich den ersten Teil. Eigentlich den ersten Teil. Eigentlich das jetzt der zweite Teil. Aber ich bin die Nummer 1, also ist das jetzt die erste. Okay? Damit sagen wir jetzt, do it. Wer würde eher mit SonnyLoops? Mann, nein, ich habe noch nie spielen will. Achso. Warte. Also falls ihr Bock auf mehr habt, dann checkt auf jeden Fall ihren Kanal ab, dann würde ich sagen, let's do it. Ich hab noch nie mit SonnyLoops. Woo! Oha! Hier, go! Go it! Let's do it! Also seid nicht zu hart, oder? Die Fragen sind so ein bisschen manchmal... Die sind sehr intim. Ich hab noch nie in die Dusche gepinkelt. Ja, ey, so das hat jeder schon gemacht. Everyday, Alter, everyday. Everyday. Auch nie in öffentlichen Verkehrsmitteln mit jemandem rumgeknutscht. Ich habe noch nie in den Spiegel geschaut und gesagt, wow, sexy. Was ist das für eine Frage? Hey, hast du? Also gesagt nicht, aber gedacht. Nicht. Ich denke jetzt auch nicht so, ich bin die Sexbombe des Lebens, ne? Nee, Leute, macht ihr das, schreibt es in die Kommentare. Ich höre echt mal. Ich habe noch nie einen Tanga getragen. Was? Ja, natürlich. Hallo, klar, hallo. Aber ich glaube so, wenn ich ein Junge wäre, würde ich schon mal ausprobieren, wie es sich so anfühlt. Ich habe noch nie wegen einem Wutanfall etwas zerstört. Ja, bestimmt mal ein Glas oder so auf dem Boden geworfen. Ich war mal auf einer Party, ne? Richtig hart hier drauf. Mit meinem allerersten Freund damals, ne? Der hat eine Homeparty bei sich. Warst du was ein Freund vor mir? Der hatte eine Homeparty bei sich gemacht. Okay. Und dann war da also wir saßen alle an einem Tisch und er hat auf einmal, als er von der Toilette kam, das andere Mädchen da geküsst, ne? Und alle sitzen so da und denken sich so, hä? Und dann geht er so von ihr weg und war schon richtig betrunken. Und meinte so, oh, du bist ja gar nicht Sonny. Und ich war so richtig so, ja, und dann bin ich richtig ausgetickt. Ich hab echt sehr, sehr viel kaputt gemacht. Die Eltern haben so eine Pflanze gezüchtet und ich habe so jedes einzelne Blatt so von der Pflanze so abgerissen und so. Und die war... Das ist dein Ernst? Und ich habe ihn so angeguckt und er hat so geweint und ich habe mich reißt für die Blätter. Ja, wie hieß er? Er hat es nicht verdient, erwähnt zu werden. Ah! Naja, Moment, ich will was Cooles haben. Ich habe noch nie einen Penis gesehen. Opfer. Was? Wie hieß der Typ? Wie? Was? Ich habe noch nie etwas... Hauptsache John und ich lernen uns heute so auf die Art und Weise direkt kennen. Ich habe noch nie etwas Unanständiges im Kino gemacht. Nee. Ich erinnere mich nicht dran irgendwie. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nö, auch nicht. Bist du dir sicher? Ich bin schon sicher. Ich bin mir sicher, John. Mit einer, was machst du? Auf was? Ah, okay. Ja, und jetzt kommt der andere Arm, oder was? Ich habe noch nie mit jemandem geflirtet, obwohl ich selbst in einer Beziehung war. Was ist Flirten? Ja. Ist Flirten ein Kompliment zu bekommen, sich darüber zu freuen? Aber nicht mit mir, das musst du dazu sagen. Ja, also ich muss sagen, ich hab's schon mal gemacht, als ich voll unglücklich in meiner alten Beziehung war. Also, aber ich habe ja nicht mehr gemacht. Also man verhält sich als Mädchen ja so manchmal so ein bisschen so, oh, dann kichert man und geht nicht weg, so, weißt du? So behindert war ich halt. Aber ich finde, man macht sowas nicht. Aber es ist mir halt schon mal passiert. Ich muss halt einfach ehrlich sein. Also hast du jetzt von mir oder von deinen anderen Beziehungen gesprochen? Ich habe noch nie über meinen Ex oder meine Ex gedacht, wie konnte ich nur mit ihm /ihr zusammen sein. Ich finde das immer voll gemein. Das ist gemein, ja. Ich will das nicht machen. Ich meine, einmal kommen die mit gemein nach einer halben Stunde. Guck mal, du hast ja die Person geliebt, so in dem, also wirklich geliebt. Ja. Warum solltest du dann nicht bereuen? Ich finde, man sollte sowas nicht bereuen. Ja, sollte man auch nicht. Alles bringt einen ja irgendwie weiter, also man lernt ja immer. Ja. Ich hatte noch nie 3 Abende hintereinander einen Vollrausch. Nee, ich glaub nicht. Du lügst! Du lügst! Nein, wir meinen vielleicht auf Abifahrt oder so. So gut. Nein, warte. Nein! Warte, sie geht gleich wieder an. Ich wurde noch nie von meinem Partner, meiner Partnerin betrogen. Naja, ich habe ja gerade die Geschichte erzählt. Also, wenn das als Betrügen zählt. Also nicht so. Sie hat sich nach 2 Monaten nicht mehr gemeldet. Zählt das als Betrügen? Also eigentlich einfach nach 2 Monaten hat sie nicht mehr geantwortet auf WhatsApp und so. Ja dann. Aber habt ihr so gesagt, dass ihr euch trennt? Nee, hat sie nicht gesagt. Ja, aber also seid ihr sogar noch zusammen eigentlich? Achso. Oh mein Gott! Hä, what? Ja. Und du weißt nicht warum? Nee, ich weiß es. Vielleicht hat sie irgendjemand anderen gehabt. Hä, was? Ich war nicht ganz darauf hinweg. Wirklich nicht. Oh nein. So Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Genau. Einen großen Daumen nach oben. Einen großen Daumen nach oben. Okay, bitte. Ist kostenlos, macht's einfach. Falls ihr noch den ersten Teil sehen wollt, den könnt ihr gerne auf Sonnys Kanal abchecken. Abonniert bitte ihren Kanal, do it right now. Und abonniert meinen Kanal. Ist auch kostenlos. Echt? Ist echt kostenlos. Ich hab 3 Euro gestern. So Leute, damit jetzt alle aus Amigos. Bis zum nächsten Mal mit den kleinen Bichitos. Bye!